Finn dreht durch. Auf! Auf! In the dark we stand apart, we never see that the things we need. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Und zwar haben wir heute Heiligabend. Ich bin natürlich wie immer spät dran. Dann komme ich auch schon mal pünktlich. Richtig schlimm. Jetzt habe ich mir gerade noch kurz bevor wir los sind, meine Nägel lackiert in einer ziemlich komischen Farbe und ich sehe, also es ist eine Katastrophe, es sieht furchtbar aus. Wir fahren jetzt zu meiner Mami und da fahren wir jetzt eine halbe Stunde. Boah, ich hoffe, die Kamera, die bleibt so, ey. So ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Meine Schwester wird da sein, meine Nichte wird da sein. Mal schauen, ob ich da ein bisschen filmen kann. Zu viel wahrscheinlich nicht, weil die stellen sich alle ein bisschen an. Keine Ahnung. Also eigentlich hätte ich noch so einen Nagellackentfernerstift jetzt gebraucht. Das sieht wirklich furchtbar aus. Das Wetter ist echt schön, es ist mega sonnig. Wir haben vorher erst dieses mein Outfit gekauft und Finns Outfit auch im H&M. Finns sein Outfit ist mega niedlich. Und ja, bin deswegen um 9 Uhr aufgestanden und ich habe erst zu viel geschlafen. Immer wenn irgendwie solche Veranstaltungen sind, kann ich nicht schlafen. Keine Ahnung warum. Aufgeregt oder so bin ich nicht. Ich meine, ich kenne die ja und alles, aber keine Ahnung, woran es liegt. Immer wenn ich schlafen soll, dann tue ich es nicht. Jetzt war ich voll am Arsch dann. Dann waren wir wieder zu Hause um 2:30. Und eigentlich wollte ich um 2:30 losfahren. Jetzt ist es aber so, dass wir schon 3:18 haben. Und eigentlich sollte ich 3 da sein. Also mal wieder mega zu spät. Aber ihr kennt es ja nicht anders von mir. Bloß das Schlimme ist, ich habe vorgeschlagen 3 anstatt 4. Das ist natürlich schon ein bisschen scheiße von mir, muss ich schon sagen. Ne? Wir hatten letzte Woche ein Gespräch mit einer Kindergartenleitung für den Kindergarten, haben uns den angeschaut und uns wurde erklärt, wie lange, was sie eben wie fördern und so. Und ja, jetzt hat die gemeint, ja, wir gewöhnen die dann immer, gerade die Kleinen, also Kinder unter 3 Jahren, nehmen sie immer nur 2 im Monat auf, um auch wirklich Zeit für die zu haben. Peace, peace. Genau, und deswegen war jetzt nur noch Januar frei und jetzt geht er wirklich schon in 2 Wochen in den Kindergarten. Also wir gewöhnen ihn jetzt langsam ein, so 3-mal in der Woche. Und dann schauen wir mal. Ich bin ja echt gespannt, wie das wird. Der ist ja immer total schüchtern. Auch wo wir da waren, hat er sich immer hinter meinen Beinen versteckt oder musste Papa an die Hand nehmen oder keine Ahnung. Erst als er die Küche gesehen hat, da war dann alles okay, weil er liebt das ja und er kriegt ja auch eine heute. Oh, das wird geil, der wird sich so freuen. Nächstes Jahr kann ich da nicht mehr so drüber reden, weil da würde er das schon besser verstehen. So, wir sind wieder da. Es gab nicht wirklich... Es gab nicht wirklich was zu filmen, weil es einfach nur Geschenke auspacken war und ein bisschen Kuchen essen. Ihr seht mich, obwohl hier echt gerade nur Mondlicht ist. Die Kamera ist einfach mega geil, ohne Witz. Wir gehen jetzt heim und sind jetzt vorm Haus und da gibt es dann jetzt die nächste Bescherung. Die richtige. Patty hat alles unter den Baum gelegt und das filme ich jetzt gleich. Jetzt hat er mal einen Kuss. Oh, du bist so richtig schön raufgegangen. Super. Hallo. Oh, Papa hat Weihnachtsmusik gemacht. Wir essen jetzt. Danach gibt es Geschenke. Barney ist auch da. Barney! Barney! Da ist auch eine Kerze, aber Finger weg, die ist heiß. Kerze gekauft? Ja. Irgendwann mal, ja. Der Leberkies. Der grillt gerade noch. Hoffentlich reicht der, ich habe so Hunger. So, dieses Jahr gibt es Fleischkäse mit Kartoffelsalat. Also wir haben jedes Jahr bis jetzt was anderes, haben noch nicht so wirklich unser ultimatives Essen. Genau, und das ist so ähnlich wie Seidenwürstchen mit Kartoffelsalat. Finn hat alles ein bisschen kleiner gekriegt, das lassen wir uns jetzt schmecken und danach seht ihr die Geschenke auspacken ein bisschen. Bist du dreckig im Gesicht? Ja, auch.
Mach's auf, du schaffst es, komm. Mach auspacken. Papa, Papa. Selber auspacken. Selber auspacken. Guck mal da, da kannst du es aufmachen. Siehst du? Der hat es vorhin richtig schön gemacht. Oh, super, schmeiß ja, weg. Mach auf. Gib's der Mama. Oh, ein Bus. Wow. Da hat der Finn einen Bus bekommen. Ab. Finny, was ist das? Haus. Ein Bus. Haus. Raus, raus. Komm, Papa, mach auf, ja? Papa, wir Schraubenzieher. Schraubenzieher. Auch bei dem Käfer hat man ein Schraubenzieher gebraucht. Der war auch so blöd dran geschraubt. Deswegen. Ja. Jetzt denkt er wahrscheinlich da auch. Und? Nein. Yay. Papa. Nächstes Geschenk. Papa, 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 Moment. Papa, Moment. Mitkommen. Ja. Aber wo muss der Papa hin? Finn muss noch, guck mal, das ganz Große muss der Finny aufpacken. Schatz. Schatzi. Finny. Finn? Das ganz Große musst du noch aufpacken, da? Mal auf, guck da. Warte, da. Oh. Oh. Uwe! Ohne Küche. Und Finny hat eine Küche bekommen. Wow. Sag Papa, bau auf. Ja. Finn dreht durch. Auf. 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 Mir sich freut, das ist ja voll süß. Wir gucken mal, wo die überhaupt aufgehen. So viele Teile. Nude, musst du abstecken. Guck, musst da mal. Lass nochmal abstecken. Nein. Nein? Ich darf nicht helfen. Selbst das Döpfchen. Das Döpfchen, ja. Super. Passt. Passt? 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 Ja. Doch gut, wenn es passt. Mach mal den Herd an. Oh ja, mach mal den Herd an. Vielleicht passt da besser. Ja. Mach mal den Herd an, Schatz. Oh. Oh. Jetzt wird's warm. Ah, back deine Nudeln einfach. Die ist so frech. Nein! Oh, ein bisschen backen. Oh, schon fertig. Passt. Schon fertig. Ja. Oh, muss ein bisschen anmachen. Genau. Was haben wir da Leckeres drin? Oh, lecker. Upsala, die Nudeln. Aufpassen, die fallen alle raus. Fallen alle raus. Oh, lecker. Ein Salat. Salat. Machst du der Mama einen Salat? Tust du ihr den kochen? Essen. Koch der Mama mal den Salat. Nicht essen. Tu der Mama mal einen Salat kochen. So, oh toll, nicht essen. Du musst nur so machen, Finn. So. Kamera. Oh, jetzt muss er aber auch anmachen, sonst wird es ja nicht fertig, ne? So, super, genau, ess an, ess an. Aus. Super. Also erstmal das Kleine. Wo ist das Geschenkpapier her? Ja, gekauft. Auch gekauft? Ja, ich will. Wo ist das in der Arbeit? Ja. Hä? Wie hast du das denn einpackt? Ja.
klappt's doch schon seit 3 Wochen. Oder 4. Also, Barfit. Komm, sag mal, ist nur der Karton. Ist aber kein neues Geld. Ist ja egal. Oha, aber von wo? Ist nur mein Geld. Sag mal, oh Gott, damit er dich ja nie kriegen lässt. Gleich hin machen. Ja, ich weiß aber nicht, wie es geht. Das hat Einstellungen. Ach so. Müssen wir mal ausprobieren. Oha, damit er dich nie kriegen lässt. Then he smiled at me. Nein, wir sind die Batterien, weil das einen Verstärker hat. Ach so? Es gibt welche mit und welche ohne Verstärker. Der da überrascht mich immer wieder. Echt so alte Batterien, aber das sind alte Batterien, oder? Ja, das ist wirklich total. Ich wollte meinen weichen Nägel nicht auf. Da bin ich. Ich gab es in der Müllkampf 1995 und das war schon. Ah, das war noch toller. Ich wollte gerade sagen, also. Oh, ein Karton. Ich hätte es einpacken müssen. Ich bin ja mal mega gespannt, ob das klingt, wenn es zu weit wegkommt. Aber eigentlich trotzdem. Warum zum Anschauen oder was? Ich weiß schon, was du bestellst, oder? Hä? Du weißt ja wohl, was du bestellst, oder? Ja, aber du weißt doch sonst nicht, was es ist. Ich weiß jetzt auch nicht, was es ist. Silver ich es da auch nicht erkennen. Alte Softboxen! Was geht mit dir ab? Das habe ich ausdrucken, da reingeht dann vielleicht was. Eine von oben, wie geht das? Ja, keine Ahnung, aber es ist cool. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Data, was machst du? Wie viel hat das kostet? Voll. Seht ihr, wie der mein YouTube Live unterstützt? Aufbauen oder was? Wie geil. Also jetzt bin ich voll der Profi-YouTuber. Ich bin mega ausgestattet. War nur noch ein Hintergrund, ein schönes. Allein an die große Tür. Und bestimmt nicht Stromsparen. Das stört ihr dann nicht. Also unser Kind hat hier schon sein komplettes Bett hingelegt. Das sollte uns wohl ganz dezent darauf hinweisen, dass es jetzt ins Bett möglich ist. Und deswegen geht es ins Bett und suchen wir morgen weiter ein bisschen, wie Finn bei seiner Oma seine Geschenke auspacken, was er so bekommt. Sehen wir in einem extra Video. Also bis morgen. Okay. Oh. Bist du müde? Oh, wie süß, Finn. Finn? Da bin ich zu diesem. Willst du schlafen? Ja, es war viel heute, ha? Huh? Ja, jetzt geht's ins Bettchen. Nein. Sag mal tschüss, Fini. Sag tschüss, komm, da bist du. Siehst du mich?